Platz zurückgefallen. Der heutige Gegner Rot-Weiß Essen hat ebenfalls Not, ist 13. und eigentlich auch froh, wenn die Winterpause naht, damit man wieder mal einen klaren Kopf bekommen kann. Heute also Münster gegen Rot-Weiß Essen im Preußenstadion an der Hammerstraße. Und von dort melden sich Andreas Diek und Andreas Spellig. Die Gastgeber heute von Beginn an mit diesem Mann aus Ghana, Henry Akwa, Publikumsliebling an der Hammerstraße, zusammen mit Rainer Edelmann im Sturm des Tabellen-17., der übrigens mit 4 offensiven Spielern angetreten war. Verzichten musste Trainer Roggensack weiterhin auf die verletzten Richmann und Topp. Das ist Silberbach. Schöner Pass auf Edelmann, der kommt allerdings nicht mehr ganz heran. Auf jeden Fall guter Auftakt der Preußen, die von Anfang an klar machen wollten, dass heute nur ein Sieg in Frage kommt. Nur eine Minute später, Freistoß gleich durch Pierre Posipal, Entfernung gut 20 Meter. Da muss sich Wolfgang Wiesner im Tor der Rot-Weißen gewaltig strecken. Die erste sehr gute Chance für Münster nach 8 Spielminuten. Die Rot-Weißen übrigens ohne den am Fuß operierten Pickenecker, dafür nach 6 Monaten Pause wieder mit Stefan Schmilewski, Ralf Regenbogen wieder von Beginn an dabei. Da ist der Regenbogen mit der 9, ein Foul an Knauer, schnell ausgeführt, dieser Freistoß. Uli Gehr heute wieder mit Kügler als Antreiber im Mittelfeld. Edelmann mit der Chance aber genau in die Arme von Wiesner. Gutes Stellungsspiel des Rot-Weiß-Keepers, der sich über Arbeit heute nicht zu beklagen hat. Der Basler jetzt für Rot-Weiß hat freie Bahn, aber da ist Römer, spitzelt ihm das Leder gerade noch vom Fuß, schön gemacht. Vom Preußen-Libero. Eine weitere Aktion der Gäste, selten genug zu sehen. Röber, der Kapitän, endlich mal mit einem Schuss für Rot-Weiß, allerdings nicht besonders gut gelungen. Ein kleiner Sprung, Ecke Kügler, Kopfball und fast das 1:0 für Münster. Reflexbewegung von Wolfgang Wiesner durch diese Glanztat verhindert er einen Rückstand. In der Wiederholung sieht man, fast wäre es ein Eigentor geworden. Thomason verwechselt da die Richtung und gönnt seinem Torhüter die erstklassige Parade. Fazit nach einer halben Stunde, gutes, druckvolles Preußenspiel, enttäuschend dagegen der Tabellen 13. Edelmann, das war die Riesenchance für den Ex-Schalker. Wieder Wiesner auf dem Posten zum wiederholten Mal. Die anschließende Ecke, Silberbach noch abgefälscht und wieder Endstation bei Wiesner, der beste Essener heute Abend. Bei Rot-Weiß mittlerweile Jörrissen für Frank Kontny im Spiel. Der 26-Jährige hatte sich nach einem Zusammenprall verletzt. Edelmann diesmal als Flankengeber. Gehr verpasst und Kügler auch noch. Wie viele Möglichkeiten wollen sie noch haben, die Münsteraner, bevor sie endlich mal das erste Tor schießen? Immerhin von einer verschlafenen ersten Halbzeit, wie sie Trainer Roggensack zuletzt bemängelt hatte, war heute Abend keine Rede. Münster kämpferisch und spielerisch in guter Verfassung. Was fehlte, waren allerdings die Tore. So viel erstmal zum fußballerischen Geschehen in den ersten 45 Minuten. Rund um das Spiel heute Abend war russische Folklore angesagt. Zwei Künstler aus der Sowjetunion erfreuten die Zuschauer mit wunderschönen Weisen aus ihrem Heimatland. Das Ganze hatte natürlich auch einen Grund, die Auflösung im Gespräch mit Andreas Spitz. Helmut König, der SC Preuß Münster hat sich dem ehrbaren und unterstützungswürdigen Ziel der Russlandhilfe auch verschrieben. Heute Abend spielt er mit Oleg Mityajew und Konstantin Terasow, zwei sowjetische Künstler der Spitzenklasse. Vielleicht können Sie kurz erläutern, worum es sich bei den beiden handelt und was der SC Preußen mit den beiden hier bewirken will. Also es ist eine klare Angelegenheit, dass auch wir uns nicht nur als Personen, sondern auch als Verein dieser Situation entziehen können, wie sie allenthalben hier feststellbar ist. Wir haben eine Partnerstadt in Russland und wir wollten hier ein Zeichen setzen. Nicht in der Größenordnung wie in München und in Schalke, das können wir uns hier nicht erlauben, das geht nicht. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten wollten wir hier heute Abend ein Zeichen setzen und ich denke, das wird uns gelingen in einer Größenordnung um 20.000 Mark und damit unseren Beitrag zu leisten. Eine lobenswerte Absicht also, beteiligt waren übrigens alle. Jeder Zuschauer zahlte heute eine Mark mehr an der Kasse. Der Club legt nochmal die gleiche Summe drauf, dann sind da ja noch die Sponsoren. Und auch die Spieler spenden noch etwas dazu und wie man sieht, die Fans kamen auf ihre Kosten. Wie nicht anders zu erwarten, die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber. Harald Kügler,
Etwas verzogen, dennoch nicht ungefährlich, dieser Distanzschuss in der 47. Minute. Und wieder Kügler. Achtung! Auch das noch ist Wiesner mal ausnahmsweise nicht am Ball. Dann steht da das Lattenkreuz im Weg. Noch einmal schön umspielt er Landgraf. Klasse Schuss, aber die Krönung bleibt Kügler versagt. Weiter die Gastgeber, die sich redlich müden. Aqua artistische Einlage. Gea, Wolfgang Wiesner. Auch in dieser Szene ist er einfach nicht zu überwinden. Er erhält ja zurzeit den Vorzug gegenüber Frank Kurt, eine zumindest heute goldrichtige Entscheidung von Trainer Moos. Dann endlich wieder mal die Gäste. Dirk Helmich lässt Römer stehen, immer noch Helmich. Aber Silberbach macht es besser als sein Libero, stört im entscheidenden Moment die beste Essener Möglichkeit bisher. Aber ein Tor wäre wohl auch etwas zu viel des Guten. Noch einmal Rot-Weiß Essen. Röber, endlich mal die Chance für Bernd Fuhr im Tor der Preußen sich auszuzeichnen. Hans-Werner Moors ärgert sich. Ein Sprung, die 75. Minute, Freistoß Happe. Römer wieder nur ans Aluminium. Riesengroßes Pech für Preußen. Man fragte sich langsam, ob sie jemals einen Treffer erzielen würden. Egal ob mit oder ohne Wolfgang Wiesner im gegnerischen Tor. Das sollte sich auch bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Werner Vöckler nicht mehr ändern. Es blieb also beim 0:0. Enttäuschend für Preußen Münster. Hier hätten heute unbedingt zwei Punkte herausspringen müssen. Gerd Roggensack, Münster hat über 90 Minuten das Spiel bestimmt, hat gekämpft, hat geackert, hat teilweise mit sehr schönen Kombinationen aufgewartet. Aber der Torerfolg blieb aus. Tja, haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, wir haben zweimal die Latte getroffen oder den Pfosten. Haben auch so Möglichkeiten gehabt. Die Mannschaft hat hervorragend gekämpft heute hier. Wir haben einen Punkt zu wenig erreicht in diesem Spiel. Aber es geht weiter. Die Mannschaft ist intakt, die Moral ist in Ordnung. Nur, wie gesagt, das Tor fehlt heute. Hans-Werner Moors, haben Sie Münster hier so stark erwartet? Ja, ich habe sie schon so stark erwartet, dass sie das Spiel um den Gewinn mussten, dass sie Druck machen würden, war von vornherein eigentlich zu erwarten. Und sie haben sicherlich in ein, zwei Situationen etwas Pech gehabt. Auf der anderen Seite hätten sie sich nicht beschweren können, wenn wir mit einem der Konter in Führung gegangen wären. Aber alles in allem ist das unentschieden gerecht. Mir wäre natürlich ein 2-2 für die Zuschauer lieber gewesen als dieses 0-0. Aber unser Ziel, den Punkt zu machen, haben wir erreicht. Und das ist das Wichtigste an der Sache. War von vornherein Ihre Taktik so auf die Defensive ausgelegt mit den Kontermöglichkeiten? Ja, ich war mir eigentlich darüber im Klaren, dass die Preußen sehr offensiv beginnen würden. Vor allen Dingen hat es auch die Aufstellung dann gezeigt. Auf der anderen Seite wollte ich dann aus dieser verstärkten Abwehr die Konter spielen. Das ist uns teilweise ganz gut gelungen. Wir haben nur nicht das Tor gemacht und wie gesagt, dann das Quäntchen Glück gehabt. Ein zufriedener Hans-Werner Moors, also viertes Unentschieden für Preußen Münster in Serie. Das Ergebnis des